Hi, du willst Wirtschaftsinformatik und digitale Medien studieren? Bevor ich dir den Studienaufbau von Wirtschaftsinformatik vorstelle, möchte ich dir einige wichtige Begriffe erklären. Ein Studiengang besteht aus verschiedenen Modulen. Ein Modul wiederum besteht aus mehreren Lehrveranstaltungen. Neben den Pflichtmodulen, die du belegen musst, gibt es auch die Wahlpflichtmodule. In der SPO, der Studien- und Prüfungsordnung, steht, in welchem Semester welches Modul abgearbeitet werden muss. Ein Semester dauert übrigens ein halbes Jahr. Das Wintersemester geht an der Hochschule der Medien von September bis Februar, das Sommersemester von März bis August. Für den Besuch einer Lehrveranstaltung und das Bestehen der Prüfungsleistung bekommst du Leistungspunkte, die sogenannten ECTS. Die Abkürzung steht für European Credit Transfer System. Dieses System wurde in allen europäischen Ländern eingeführt, damit die Studienleistungen europaweit vergleichbar sind. Für einen erfolgreichen Bachelor musst du pro Semester 30 ECTS sammeln. Das entspricht bei 7 Semestern einer Gesamtpunktzahl von 210 ECTS. Die Semesterwochenstunden, SWS, geben an, wie lange du eine Vorlesung innerhalb einer Woche hast. Ein SWS sind 45 Minuten. Auf der Webseite der Hochschule der Medien findest du unter Studieninhalte das Modulhandbuch. Hier wird detailliert beschrieben, worum es in dem Modul geht, welche Prüfungsart vorgesehen ist, welche Literatur empfohlen wird und wie viele ECTS es für das Modul gibt. Was heißt eigentlich Wirtschaftsinformatik und digitale Medien? Der Studiengang gliedert sich in das zweisemestrige Grundstudium und das fünfsemestrige Hauptstudium. Im ersten Semester bekommst du eine Einführung in die Volks- und Betriebswirtschaftslehre und beschäftigst dich mit Marketing und Unternehmensorganisation. Ebenfalls werden dir die Grundlagen der Software- und Datenbankentwicklung beigebracht. Du lernst auch die Medienlandschaft und das Medienrecht in Deutschland kennen und übst dich in wissenschaftliches Arbeiten, Rhetorik und Präsentation. Im zweiten Semester wird dir Basiswissen im betrieblichen Rechnungswesen und im Dienstleistungs- und Geschäftsprozessmanagement vermittelt. Außerdem erstellst du mit HTML, CSS und PHP eine einfache Webapplikation mit Datenbankverbindung. Neben Betriebssysteme und Netze werden auch E-Business und Content Management gelehrt. Du erhältst auch einen Einblick in die Prozesse von Medienunternehmen und Medienmärkte. In dem Fach Business English lernst du wichtige wirtschaftliche Aspekte auf Englisch, die dir im Berufsleben weiterhelfen werden. Nach dem zweiten Semester hast du eine Fachprüfung. Die Grundlagen, die du im ersten und zweiten Semester gelernt hast, werden geprüft. Auch im dritten Semester lernst du mehr über Medienforschung und Medienökonomie. Außerdem erhältst du eine Anweisung in Projektmanagement, Unternehmensführung und Business Ethics. Im dritten Semester lernst du, wie du die IT-Landschaft auf die Geschäftsprozesse abbildest. Bei der Veranstaltung Software Engineering wirst du deine Grundkenntnisse aus dem Grundstudium rund um Programmierung und Datenbank verwenden. Im vierten Semester hast du zum ersten Mal die Möglichkeit, dir im Wahlpflichtbereich aus einer Vielzahl an Lehrveranstaltungen diejenigen auszusuchen, welche dich am meisten interessieren. Im Pflichtbereich beschäftigst du dich mit Geschäftsmodellen von Medienunternehmen und dem Management und der Qualität von Mediendienstleistungen. Das fünfte Semester ist das Praxissemester. In diesen 6 Monaten wirst du ein Praktikum in einem Unternehmen deiner Wahl absolvieren. In der Praxis kannst du deine erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse anwenden, festigen und erweitern. Im sechsten Semester stehen dir ein Pool an bestimmten Lehrveranstaltungen zur Verfügung, damit du dir einen Schwerpunktbereich aussuchen kannst. Dafür stehen dir Fächer für diese beiden Spezialisierungen zur Wahl, Medien und Management oder Medien und IT. Diese Fächer behandeln zum Beispiel Themen wie Business Applications, Semantic Web, Human-Computer Interaction, Social Media Business oder Event Management. Im siebten Semester schreibst du deine Bachelorarbeit, in der du deine im Studium und im Praxissemester erlernten Fähigkeiten zum Ausdruck bringst. Das Bachelor-Kolloquium unterstützt dich bei der Vorbereitung. Du hast im letzten Semester abermals die Möglichkeit, mehr Veranstaltungen aus dem Wahlpflichtbereich zu wählen. Alles klar? Oder hast du noch Fragen? Weitere Informationen gibt es unter www.wi.hdm-stuttgart.de.